Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen bei Fersengold TV Folge 134. Die Konzertsaison 2020, so kurz sie auch war, liegt bereits hinter uns. Wir haben nur ganz wenige Shows spielen können leider und deswegen müssen wir uns jetzt schon wieder was anderes überlegen, denn Tourtagebücher können wir ja jetzt nicht mehr machen. Deswegen haben wir uns entschieden, heute nochmal eine Folge Spaß beiseite für euch zu liefern und da fehlte ja auch noch eine, nämlich die dritte von drei insgesamt. Das heißt, heute wird es nochmal spannend. Es entscheidet sich, welches Team den Sieg für sich gewinnen konnte. Also dranbleiben und viel Spaß beim Zuschauen. Liebe Leute, willkommen beim Spaß beiseite Spiel. Also ich stelle euch jetzt ein paar Fragen und wie ihr schon wisst, beantwortet ihr die mittels dieser Schläger. Die haltet ihr dann einmal in die Kamera. Ihr habt 3 Sekunden Zeit pro Frage. Ihr dürft euch nicht angucken. Dürft ihr euch nicht angucken, welche Antwort der andere gegeben hat. Die beiden Schläger, da sind jetzt eure beiden Gesichter drauf. Man erkennt Alexander an den weißen Haaren. Mich am strahlenden Lächeln. Ich lese euch die Fragen vor. Fangen wir an. Lieber Sean, lieber Eike. Welcher von euch beiden spielt mehr braune Töne? Ja, sehr eindeutig. Möchte jemand was dazu sagen? Naja, ich habe Trommel und die haben zwar auch irgendwie Töne, die kann ich auf Töne stimmen. Wenn ich die richtig scheiße stimme, spiele ich nur braune Töne. Aber ich stimme die ja immer richtig geil. Und Eike verkackt ab und zu, zwar sehr selten, aber ab und zu dann doch mal. Dann lache ich ihn aus. Aber er ist trotzdem der beste Bassist, den es gibt. Gerade noch mal so gerettet, ey. Alter Schwede. Aber ganz fair ist es ja auch nicht. Schlagzeug und Bass. Ich habe ein Seiteninstrument, ne? Das ist halt. Aber gut, ja, ich gebe zu, manchmal bin ich mal in anderen Dimensionen unterwegs, tonal gesehen. Aber nur ganz selten. Ja, da bebt die Bühne auf jeden Fall. Frage 2. Wer von euch beiden verpeilt mehr direkte Übergänge? In der Show. Antwort. Da seid ihr euch einig. Okay, alles klar. Ja, allerdings ist das so, einen direkten Übergang zu verpeilen, das passiert eigentlich nicht sehr oft, ne? Weil tatsächlich bin ich ja nicht derjenige, der anfängt mit dem direkten Übergang. Also als Sänger beginnt man ja selten mit dem Lied. Also deswegen kann mir das schwer passieren, einen direkten Übergang zu verpeilen, weil wenn der nicht stattfindet, also wenn meine Kollegen nicht anfangen zu spielen, dann kann ich auch nicht anfangen zu singen. Und dementsprechend, aber wenn einer einen direkten Übergang mehr verpeilen würde, dann wäre ich das wohl, weil Alexander immer sehr genau ist mit allem, was er tut. Vielen Dank. Ich kann das zwar nicht so bestätigen, aber danke. Ja gut, dann doch, Alex. Wer von euch sieht besser vor der Kamera aus? Jetzt wird's spannend. 3, 2, 1, bitte. Das sieht doch nicht aus. Hier, das kann man doch sein. Vor der Kamera aus. 3, 2, 1, los. Okay. Okay, alles klar. Dann, Das kommt irgendwie so tagesformabhängig, finde ich. Ich finde, da kann man sich nicht selbst nehmen, das ist zu asozial. Also, ja, das ist ein Gebot der Höflichkeit, ja. Aber eigentlich finde ich sie besser. Wer von euch beiden hat den besseren Bühnenstyle? Da seid ihr euch einig, ja? Tatsächlich! Ja. Das, man muss dazu sagen, Sean hat gar keinen Bühnenstyle. Der spielt immer oben ohne. Das ist ja, also das ist ja, kann ich ja auch machen, aber man muss auch aussehen. Aber ich mache das ja schon lange nicht mehr eigentlich. Das oben ohne mache ich ja nicht mehr. Bin einfach nicht fit genug gerade und fühle mich da nicht so wohl dabei. Jedenfalls, Eike, du hast einfach diese geile Weste, die du leider nicht mehr trägst. Das ist ja schon 50 Jahre. Ja, das ist lange her, aber ich fände das wirklich klasse, wenn du die mal wieder anziehst. Nur die Weste. Nur ja. Über meine Leiche. Ja, ich werde es dieses Jahr mal mit einem schwarzen Hemd probieren. Ihr werdet sehen, das wird am besten stehen. Ja. Wer von euch beiden vergisst öfter irgendwas mitzunehmen? Irgendwas mitzunehmen? Auf Tour jetzt oder was? Ja. Ihr müsst antworten. Oh, Einigkeit. Ja. Also ich
muss immer ziemlich viel mitnehmen und das stresst mich und deswegen versuche ich ganz doll an alles zu denken und vergesse eigentlich nichts. Ich überlege gerade, was ich mal vergessen habe, aber ich vergesse eigentlich. Dein Instrument vergisst du manchmal. Das ist tatsächlich schon passiert, das vielleicht, ja. Das ist deswegen habe ich überlegt, was so schwerwiegender ja, ist. Ja, richtig, genau. Ja, das ist wirklich schon im NDR-Dreh und ich komme ohne Instrument. Ja, aber in der Regel ja. Bin ich eigentlich derjenige, der alles vergisst. Also auf Tour leihe ich mir gerne mal einen Föhn von Thiago, der hat mittlerweile ein Geschenk. Eine Haarbürste von Eike. Genau, die Bürste von Eike. Zahnpasta von Sean. Ja. Wenn er sich die gerade ins Gesicht geschmiert hat. Ja, genau. Und also ich vergesse gerne mal Kleinigkeiten. Ich bin da ein bisschen verpeilt. Das gebe ich zu, deswegen habe ich gedacht, ja, da muss ich mein Gesicht in die Kamera halten. Wem geht öfter das Instrument kaputt? 3, 2, 1, bitte. Oh, okay. Es liegt aber auch am Instrument. Also eine Gitarre reißt andauernd. Eine Geige manchmal. Genau, Seitenriss ist halt bei der Geige auch immer gleich so ein Absturz irgendwie, ne? Weil das keiner kann von unseren Leuten so richtig Geigenseiten aufziehen. Vielleicht muss ich dir das einfach auch mal richtig zeigen, aber. Ja, du bist aber krass schnell. Also ich beeil mich, Geigenseiten ja. Aufziehen, das dauert bei Flo ungefähr 10 Sekunden. Und dann stimmt die auch schon fast. Ja, fast. Leider ist bei der Geige knapp vorbei auch da irgendwie. Ja gut, aber sonst, mir ist mal ein Wirbel rausgefallen bei einer Show in Rastede. Kennst du dieses YouTube-Video, wo so eine Geige rennt, die Geige so komplett durchbricht in der Mitte? Da warte ich eigentlich noch drauf, dass das mal passiert. Wir haben ja auch jetzt eine Ersatzgeige dabei für den Fall. Ja, mittlerweile haben wir die. Mittlerweile, ja. Das eine Mal, wo wir die gebraucht hätten, war sie nicht verraten. Das war richtig geil. Ja, aber so richtig kaputt ist dann die Gitarre auch noch nicht gegangen. Also ich hatte schon öfter Risse im Korpus, auf jeden Fall, aber dann kann man eine Gitarre auch weiter benutzen. Aber der Gitarrenbauer, zu dem ich immer gehe, der hält mich manchmal ein bisschen für bekloppt, wenn ich dann wieder ankomme, wieder eine sehr teure Gitarre zerstört habe. Die haben meine Bögen gar nicht mit eingerechnet. Der ist wieder auch als Instrument, oder? Weil der ist dauernd voll. Sag du es mir, ist das nicht ein Stück Holz mit... Egal. Gut, okay, lass das Thema. Wer rennt von euch beiden auf der Bühne mehr Leute um? Das ist wirklich schwierig. Genau gesagt, streng genommen, habe ich niemanden umgerannt. Ich habe... Doch. Nein, ich habe ein Bein gestellt. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist viel krasser. Ja, das war in Berlin, hat Flo auch schon erzählt. Und da habe ich einfach nicht auf meine Umgebung geachtet. Ich war so sehr... Das war der Anfang des Konzerts. Ich war so sehr aufs Spielen konzentriert. Da habe ich nicht drauf geachtet, wo meine Beine sind. Und dann habe ich auch nicht gesehen, dass Flo auf meine Seite kam. Und ich habe dann nur so eine Erschütterung gespürt und neben mir so einen Schatten. Und plötzlich saß Flo neben mir auf der Bühne und ich so, oh, hallo, ja. Krasser Arsch nochmal. Da ist es passiert. Und ich dachte noch, ich wollte ihm noch hochhelfen. Aber ich verstehe das gar nicht. War das jetzt, weil du so verpeilt warst oder weil Flo so verpeilt war, dass er gefallen ist? Ja, also ich passe jetzt gar nicht auf was. Ich habe es von hinten gesehen. Man muss ja auch. Nee, ich hab's von hinten gesehen und ich bin mir sicher, es war Flo Schulz. Sorry. Was? Sorry. Aber auf jeden Fall sah es so aus, als wenn Flo es gerade richtig verkackt. Vorausschauen. Ja, ich sag jetzt mal, vielleicht warst du wirklich schuld. Man weiß es nicht genau. Ich konnte jetzt nicht sehen, ob da wirklich ein Fuß im Spiel war von dir. Aber es sah war ein gottverdammter Fuß im Spiel, das kannst du sagen. Es sah sehr unvorteilhaft für Flo aus. Ja. Danke schon. Danke für diesen Beitrag. Wer macht die grenzwertigeren Sprüche auf der Bühne? Oh, das ging sehr schnell, ich musste gar nicht zählen. Der Mann mit der Cappy, okay? Ja, auf jeden Fall. Also zumindest macht Flo sie, wenn er sie macht, auch sehr deutlich. Ich habe manchmal so einen bekloppten Witz, den halte ich dann eher für mich oder... Sachen so zu Eike neben mir. Ich habe das nur so im Mundwerk. Ja, auf jeden Fall. Manchmal ist das gut. Ja, manchmal auch alles nicht. Für die Show. Ah, wer verkackt mehr Einsätze? 3, 2, 1, jetzt. Oh, Einigkeit. Ja. Alles klar. Da kann man wohl nichts zu sagen. Also, man hört es ja zumindest, wenn ich die Einsätze verkacke. Wenn Alexander seine Einsätze verkackt, ja. Kann ich das geschickt umspielen? Ja, man hört es dann kaum. Weißt ja, wenn ich keine Fehler mehr machen würde bei den Einsätzen, dann würde das Ganze nicht so charmant aussehen auf der Bühne. Nee, das wäre langweilig.
Das ist die beste Frage für euch beide eigentlich. Ich glaube, das wird jetzt richtig interessant, auch für alle Zuschauer. Wer von euch beiden schwitzt mehr auf der Bühne? Oh. Na, obwohl der... Also du schwitzt schon viel. Ne? Ja, ich habe gerade das Bild deines glänzenden Oberkörpers vor Augen. Ja, bist du doch noch um ein Land? Nee, ich bleib bei meiner Wahl, weil ja. Du musst dir die Bühne angucken, die Bühnenbretter, nach so einem Konzert. Da ist, wenn du es filmen würdest und du gehst von Alex Platz zu Flo's Platz zu Maris Platz zu Dan's Platz, alles trocken. Und dann bei mir ist das so eine Lache aus Schweiß. Ist das Schweiß? Ja, was soll es denn sonst sein? Hast du dir die Hosen vielleicht gemacht? Ja. Wenn das bei jedem Konzert... Also ich glaube, bei Mera Luna war es definitiv was. Warum ein bisschen Urin dabei? Ich habe die Unterhose noch aufbewahrt. Naja, also in Hamburg, als ich da von der Bühne kam... Da hast du gedampft, Alter. Da hast du gedampft. Also, ich weiß nicht. Weißt du noch, Sean, als wir in China saßen auf der Treppe? Ja, was war da? Da hast du so einen riesigen Schweißfleck hinterlassen auf den Asphaltstufen. Ja! Ich kann nicht aufhören. Film das Ding. Ja. Genau, hast du das noch irgendwo auf dem Band? Nicht, dass du das da jetzt reinschreibst. Das ist ein Tourtagebuch. Das ist ein China-Tourtagebuch drin, glaube ich. Ja, geil. Wer hat am meisten Lampenfieber? 3, 2, 1, und los. Oh, okay. Einigkeit, alles klar. Ich weiß nicht, manchmal habe ich Lampenfieber. Also Lampenfieber kann man das wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig nennen, wenn ungewöhnliche Auftritte da sind. Also wenn es nicht irgendwie der 50. Gig ist auf einem MPS oder in einer Clubshow oder sowas, wenn irgendwelche Sachen da sind, die noch nie da waren, wie zum Beispiel ein Online-Konzert oder sowas, dann bin ich aufgeregt. Richtig Lampenfieber ist es, glaube ich, auch nicht. Also bin dann halt irgendwie angespannt und sowas, aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie Schweißausbrüche bekomme oder sowas. Nicht so wie Alex, jedenfalls. So. Aber eigentlich bist du gar nicht aufgeregt? Das liegt halt daran, ich habe halt nicht so einen Druck, wie du den hast. Und ich weiß halt, dass ich halt eigentlich, das klingt jetzt mir so schlangerisch, aber eine mega starke Band im Rücken habe. Und deswegen habe ich keinen Lampenfieber. Wenn ich das alleine da stehen müsste, dann hätte ich auch nichts dafür. Wer ist die größere Rampensau? Tres, dos, uno. Also Flo ist mal auf eine riesige Plastikkuh gestiegen, auch bei dem Knasterrad-Konzert. Die war nicht gesichert, die war 3 Meter hoch gefühlt und da war ein Security, der diese Kuh festgehalten hat. Die war nicht dafür gedacht, dass man darauf steigt. Und da dachte ich mir, okay, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Also sehr mutig. Die Show war sehr gut. Es hätte auch viel schief gehen können. Ja, im Nachhinein finde ich das auch richtig bescheuert. Ja. Aber wenn es, ja, kann man schon so sagen. Also du haust die Sprüche raus, spielst sie so los und besteigst die Kühe. Ich mache auch immer diese Rumpfahraktion da auf irgendwelchen Cases und so Kram. Aber das wird mir immer auch so aufgebürdet, weil man mich für das sonst ja keiner macht. Ja, die Leute halt nicht für bekloppt genug oder der Welt, das, ja. Ich weiß noch, diese Schlauchboot, die Aktion beim Jubiläum. Da wollten wir eigentlich erst Malte reinsetzen, der wollte das mal nicht so gerne. Und dann war quasi von selbst beschlossen, ohne dass sein Großvater drüber geredet werden musste, dass dann der nächste, also der Bekloppteste aus der Band das machen muss. Das bin dann scheinbar ich bei solchen Sachen. Das war auch richtig krass. Ich dachte, dass das easy ist, aber es war nicht easy. Ich dachte echt, ich falle 2,50 Meter runter. So, das hoch. Eigentlich hat man in diesem Schlauchboden ja so einen Boden noch drin, damit die Leute das Gewicht alle tragen und den hatten die nicht. Deswegen war das so eine Wabbelkiste dann. Dann habe ich die Manolita auch kaputt gemacht. Wir haben sie seit haben sie repariert eigentlich seitdem? Ja, die wurde, also ich habe dann unsere Wächter gefragt, wenn wir uns filmen, ob die sich darum kümmern können. Das haben die dann gemacht. Wer schläft auf Tour am längsten? Oh, das ist. Ja. Aber nicht länger als Flo, das muss ich nochmal eben klar. Alter! Ja, Alter! Schon. Also. Ja, also ich würde mal sagen, es würde sich die Waage halten, das kann man so unterschreiben, aber ich gehe auch öfter mal mit Alex und Dan frühstücken und da ist Flo mal der Nachzügler tatsächlich. Aber es gibt ja auch noch die Story, wo wir im Hotel das Zimmer geteilt haben, wo der Feueralarm nachts losging und du nicht wach wurdest.
musste dich irgendwie ein paar Minuten rütteln, bis du wach geworden bist. Und das ist natürlich bemerkenswert und passt sehr gut ins Bild, dass du bis 13.14 Uhr mal pennst. Ja, ich bin schwer aufzuwecken. Deswegen. Ich bin kein aufgeweckter Typ. Deswegen werde ich immer auf, wenn wir Doppelzimmer haben, Hotelzimmer, werde ich immer mit den Leuten zusammen irgendwie schnarchen in der Band, weil mir das nichts ausmacht. Darüber wollen wir jetzt keine weiteren Worte finden. Das war's. Ja. Danke. Bitte. Tschüss. 134. Mir hat das Ergebnis sehr gefallen. Das Zuschauen hat auch mal großen Spaß gemacht. Also Dan, wir haben es gerockt. Und das war aber auch damit die letzte Folge Spaß beiseite vorerst. Denn wenn euch das gefallen hat und ihr das Format gut findet, dann schreibt das mal unten rein. Dann machen wir natürlich auch gerne wieder neue Spaß beiseite Videos für euch. Dieses Jahr gibt es keine Open-Air-Konzerte mehr. Ist ja logisch, wir nähern uns jetzt dem Herbst und das Wetter draußen wird kälter, sodass man keine Open-Airs mehr durchführen kann. Und da wir ja nun diese beschissenen Zeiten haben, kann man auch als Band drinnen nicht so richtig gut Konzerte geben, wegen der Schutzmaßnahmen. Und deswegen sind wir so ein bisschen am Überlegen, wie wir dieses Jahr weiterhin für euch live auf der Bühne stehen können. Und da haben wir auch schon eine Idee. Die verrate ich euch jetzt aber nicht. Die gibt's am Freitag. Also abonniert mal unsere Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter. Da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Und am Freitag werden wir euch also eine Ankündigung machen, wie es jetzt live dieses Jahr 2020 in diesen besonderen Zeiten mit uns weitergeht. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch Fersengold TV gefällt, dann klickt doch einfach unten mal aufs Abonnieren oder auf die Glocke, am besten beides. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es neues Material von uns gibt. Wir sehen uns ja dann erst nächsten Mittwoch wieder um 18 Uhr zur nächsten Folge Fersengold TV und da werden wir euch mal berichten, was wir jetzt so in den nächsten Tagen treiben, denn wir haben ja alle frei, zwangsweise, und jeder von uns hat so seine Pläne, wie er seine Freizeit sinnvoll nutzt und deswegen macht jetzt gerade jeder von uns zu Hause mal ein paar Aufnahmen von dem, was er so tut und macht und da kriegt ihr mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, was bei uns so vor sich geht. Nächste Woche 18 Uhr Fersengold TV einschalten. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.